So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar The Stanley Parable. Ja, und ich bin nicht allein, der Heiko ist heute auch mal da. Hallo Leute, ja, heute sind wir ausnahmsweise mal bei Chrissy, weswegen er spielt und ich zugucken darf. Ja, und ihr seht schon da unten, das ist ein ziemlich verwirrendes Spiel, also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Demo oder ein paar Videos, das ist echt ziemlich geil und vor allem mit so einem richtig schönen englischen Sprecher. Also da könnt ihr euch auf was freuen. Ich habe jetzt auch die Untertitel angemacht, wenn ich nicht gefailt habe. Und Chrissy fällt immer, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Anläufe wir gebraucht haben, bis es jetzt läuft. Und ihr wollt auch nicht wissen, was wir für Unterlagen für das Mikrofon benutzen. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-ending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. So, ihr habt es schon mitgekriegt, wir sind Stanley und wir arbeiten hier in der Firma, machen einen schönen Bürojob, immer das gleiche, schön Knöpfe drücken und es ist niemand mehr da. Warte, er saß da wie fest gefroren, weil niemand da war. Ja, ich meine, aber ist auch ein geiler Job hier, so ein bisschen weit hingesetzt. Alter, wie weit kann der runter? Oh, aber die ganze Zeit einfach immer ein paar Knöpfchen drücken und... Also, wir sind hier im Room 427, die Uhr, es ist... Exakt! What the fuck? 5 vor halb 12, oder? 11 Uhr 25 und ja, doch, 20 Sekunden. Ja, nee, 24. Ah, Mitternachtschicht, das geht schon. So. Nachtschicht? Bist du sicher? Da draußen scheint Licht. Da hinten siehst du. Das ist Illusion, Heiko. Achso. Wir können auch mit Linksklick Türen, mit Öffnen. Türen interagieren. Und jetzt ist es. Nein, ich will da wieder rein. Haben wir uns ausgeschlossen. Verdammt, Chrissy! Hätte ich gesagt, nimm Schlüssel mit. Aber der Sprecher ist wirklich richtig geil. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Jetzt guckt er mal raus. Kann man da aus dem Fenster gucken? Nein. Warum nicht? Wir sind im Himmel. Also, wir sind tot. Wie gesagt, okay. Der Sprecher ist wirklich richtig gern. Das Spiel ist sehr verwirrend mit sehr vielen Enden, also wir werden mal ein paar versuchen zu erreichen. Dein Computer, wie gesagt, wir sollen jetzt... Denkst du, läuft Battlefield 4 drauf? Ja, na klar, ich meine, wo ist überhaupt der Rechner? Wahrscheinlich, ich glaub, das ist wahrscheinlich so ein stiste Rechner. Nee, ich denke, das ist so ein Rechner, die haben meinen Vater im Geschäft auch hier, diese, wo da unten Rechner hat. Ich gehe lieber gleich. Können wir hier irgendwo rein? Nein, was steht? Okay, also wir sind jetzt zum Meeting Room gehen. Wir können uns auch selber aussuchen, ob wir die Entscheidungen nehmen, die wir wollen oder nicht. Username Access. Oh mein Gott, was ist für ein Ich weiß nicht. Chrissy! Mach wahrscheinlich über alles kaputt. Oh, und Sam, kann ich da wirklich nicht rein. Ich will in Raum 417. Was? I hate Mondays. Okay, wo ist denn der Meeting Room? Hier glaube ich nicht. Nein, hier. Naja, das spiel ich momentan so geradlinig wie Call of Duty. Okay, jetzt hier. Wir gehen rechts. Wir gehen rechts. Ich mach die Tür zu machen. Also wie gesagt, wir können uns jetzt entscheiden, links oder rechts, aber ich meine, wir gehen einfach mal links, würde ich sagen. Ja, natürlich, so wie er es gesagt hat. Natürlich, wir sind doch links gelaufen. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Also wie gesagt, falls ihr das Englische nicht so mächtig seid, das ist nicht wirklich hohes Englisch. Und wir haben ja sowieso Untertitel drin, für alle, die es nicht hören. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all.
just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Oh ja. What the fuck, da sind Stifte drauf? Bitte. Sind da Stifte drauf? Kann gut sein, kommen bestimmt auch Stifte raus. Aber es ist ganz schön hier. Yes, really, really worth it being here in the room. Room so utterly captivating that even schön. Though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Sehe schon, der Sprecher reagiert dann auch auf eure Aktion. Echt cool gemacht. To get back to business, Stanley took the first open door on his left. Du weißt genau, also die erste war vom Left zu. Die erste von Left. die erste von Left. Nein, nein, Chris, der Raum sieht so grauenvoll aus. Der sieht noch grauenvoller aus. Was ist das? Sieht aus wie das Port, ne? Chris, du redest übers Mikrofon drüber. No. Mach mich trotzdem, alles gut. So, gehen wir hier rein. He detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Also. Oh, Chris, nein, stopp! Du bist viel zu fett dafür, wir gehen da drüben. Kraft! Chris, ein bisschen. Aha. Bist du fett, sag ich. Nein, doch. Müsst ihr wissen, Chrissy wiegt ein ganzes Kilo mehr wie ich. Ah, extrem. Loading. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go from here it's left. Wir gehen rechts. Wir sollten nicht immer das Gegenteil machen, aber hier ist es, kann ich ja. Aber hier ist es schon. Hey! Komm schon. Das ist ein Sprecher, der keine Ahnung hat. Hey! Hier rein. Also, sind schon richtig geil. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ja, okay. Lauf! Chris, wir werden sterben. Irgendwie mach ich den. Das sieht irgendwie ein bisschen geil. Ich freu mich, wie der da reinkommt. Ich glaube, on air würde ich sagen. Ja. Oder das Gas ist ausgelaufen, wer weiß. Pff, je nachdem. So, also Aufnahme ist hier beendet. Ach du Scheiße. Das erinnert mich jetzt irgendwie an X-Men oder so. Fired! Okay. Chrissy. Spoiler, sammelt alles auf! Nein. Employed, fired. Halt doch, ist rot. Chrissy, jetzt gut, Mann. Okay, Chris, wie merken wir uns jetzt den Weg auswendig? Ah, okay. Nein. Also das war jetzt ein Ende. Wie gesagt, es gibt am Anfang wahrscheinlich immer das Gleiche. Das sagt auch bestimmt wieder das Gleiche. Aber, komm. Ja. Aber es ist schon ziemlich cool. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Das war jetzt, wie gesagt, ein Ende. Da gibt es wirklich so viele Enden. Wie viele eigentlich? Ach, ich weiß nicht, also genug. Ich habe eigentlich nicht vor, danach in irgendeine Psychiatrie zu gehen. No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Or did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Was? Glaub nicht, nein. What am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then, it's an adventure. No. Come, Stanley, let's find the story. Ich muss sagen, sie ist stark. Kann ich? Nein. Demnach, wenn man da nicht durch kann, gehen wir da durch. Und jetzt links. True. <Trolled. lacht> Oh ja. Ja. Schon wieder. Das und täglich grüßt das Murmeltier. So. Okay, wir können da später auch nochmal rein. Das hört mich jetzt an Horrorfilm. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich mag Kabel nicht auf dem Boden. Ich auch nicht. Huh. Oh ja. Okay. Halt, Chris, ich verliere die Orientierung. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you, there definitely was a story here before. Do we just
Do we need to restart the game again? Nein. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. But it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Boah, komm das schon. Das ist immer so, ach, das ist, ich finde, spreche einfach so episch. Das ganze Spiel, ach, zum unten kleinen Bug. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. So, kaum funktionieren. Gesundheit. Danke. Ich weiß nicht, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, yep, it's worse. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Ja, bestimmt. Ganz ernst, ich meine, was ist das für eine Geschichte? Wir suchen die Geschichte. Also, wir können mal gucken, ich habe die Demo auch schon gespielt. Also die Demo ist auch richtig cool. Da geht es im Prinzip darum, dass er die ganze Zeit failt und versucht, die Demo irgendwie zu erreichen. Und indem er versucht, die Demo die ganze Zeit zu erreichen, das Spiel eigentlich schon erklärt. The story. Here it comes. Oh yeah. No, wait. Never mind. Not the story. Komm schon. Let's head back the other way and retrace our steps. Ach, komm schon. Retrace our steps, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Richtig, muss ich immer rückwärts laufen, das macht es nicht besser. Ja. Oh, wir sind, ich würde sagen, wir sind, wo sind meine Beine? Story. Ich glaube, da ist meine Beine. What the fuck? Okay, spätestens das erinnert mich jetzt an Horrorfilm. What the fuck? Hörst du das Geräusch? Das sieht aus wie Minecraft von einem guten Texturpack. Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Dann sehr guten Texturpack. I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember something? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work and it really paid off, so good job. Und? I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Hey, doch. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Oh, komm schon. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to... Nein, nicht noch. Wenn den Satz am Anfang noch einmal sagt. War es wieder näher? So. Alright, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Trademark. Scheiße. Hauptsache registrierte Trademark, weißt du? So. So. Boah, Kurve. Oh, ganz leicht von mir. Aber komm, alles gut. Chrissy, ja. Du musst an der Spur folgen. Nicht auf der Spur laufen. Oder wir haben nicht mal Beine. Ja, deswegen sind wir eigentlich immer auch. Okay, jetzt wird's tricky. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. So. Ich werd's die ganze Zeit. Achtung, scharf rechts. Even if there's no story. Nicht so scharf. Ich bin auch scharf. Still a story. Ich werde das schaffen, mein Freund. Ich werde das schaffen. Und zwar die ganze Zeit. Du wirst es schaffen, natürlich. Oh, Climbing! Oh. Oh ja. Ja, das hat das Spiel nicht. Ja, ach komm, fickt euch. Also, wir haben gewonnen. Den hier ernst! Da. Mir wurde verboten zu singen. Ich singe mit dem Studis jetzt. Nein. Was ist da? Oh ja. Das ist ein bisschen arg laut. Minimal. Och, komm schon. Ich glaube, wir machen nochmal wirklich noch ein bisschen. Ne, wir können es ja im Nachhinein leise machen. Passt schon. Minimal. Das mache ich dann. Voll gebracht. Ja. Oh. Chrissy. Aber lustig, wir haben nicht mal Beine, aber passt nicht. Oh, jetzt ist Nein, tue ich nicht. We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Na. Chrissy. Welcher sind rein? Ich will aber rein. Ja, es hat Spoiler, ich mag Spoiler. No, not again.
meine, how could you have done this to us? And after we trusted him, after everything we've been through. Welche sind wir nochmal? 427, oder? Oh Mann! Jetzt muss ich gucken, warte, welches ist unser Büro? Dreh ich mal um. 427 tatsächlich. Ach, gut. Ich bin Feuer drauf, ne? I say forget the eventual. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Ja, eigentlich schon. Exciting, daring, mysterious. Stimmt. This all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Oh, badass. Also machen wir uns jetzt unsere eigene Story. Wird hundertprozentig funktionieren. This is exciting. Just me and Stanley for mit ganz, ganz viel Meth. A new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Oh Gott. Whatever it might be, Stanley. Jetzt kommt schon. I'm ready for it. Ein alter Sprecher, also wirklich. Wann ist das? Oh no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. And we should be fine. It? Mein Gott, von wo kommt die? Frage ich mich gerade auch. Ich kann irgendwie aus dem Deck eher, ganz im Ernst, hat diese Linie gezogen. Und Epileptiker wahrscheinlich. Ja. Sehr wahrscheinlich. Da wären wir auch wieder beim Meth. Chrissy, da warst du nicht durch, wie erwähnt, du bist zu fett. Ja. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important, we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Ja, komm. Okay. So I know that each door has to lead somewhere. Oh yeah. It means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with that counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Ich will hier raus. Ja. I've been playing in the confused. Hold up, what's this? Hey, man, wissen wir, wie lange der Part hier schon geht. You're telling me that's what this is. Stimmt aber nicht, der Uwe überein. Wobei doch, wir haben es zu spät gestanden. Eight times? Ah, das muss ich mir jetzt durchlesen. Fifth really restart. First restart discovered the doors, bla bla. So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? Geh mal zu 8, was da steht. Blank, simply because it's written here on this eighth restart. After a long time, Stanley dies. Was? Was? Ganzes Skript. Hä, ja, wir hatten doch jetzt schon den 5., oder? Ich weiß gar nicht. Ich hab mal vom 8. Find the line again. I don't want the game to keep restarting. Find the... I don't want to be trapped like narrator this. Stop the game. Restart the game. I won't do it. Doch. I won't do it. I won't do it. He will do it. Stopped. What the fuck? What the fuck? Dreh dich mal um. Ich bin der Tür. Hör ich schon so? The whatever it is that made this schedule. How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Du. So. Stuhl. Okay. Rede. Nein. Mach mir gute Bulle, böse Bulle. Ich bin der böse Bulle. Ja, niemals. Narrator ist geil. Ja, so kann man natürlich Spiel auch einfach restarten. Restarten, ja, mit einem bösen Piepen. Ach, bitte sag nicht deinen Satz. Ach, bitte lass mich so einfach arbeiten. Ich hab gar keine Lust mehr, irgendwas zu entdecken. All of his co-workers were gone. Oh, what could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Memo. Ich dachte, was er gerade Memo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Machen wir es mal richtig.
Ja. Das ist auch schon einmal falsch. Haben wir eigentlich einen großen Boss? Ah. Yet there was not a single. Tiger Glass, der andere gemeldet. Stanley decided to go up to. Don't get fired. Might find an answer there. Come on, huh? Let that ball up inside you. Okay, wir lassen es einfach mal stehen. Wenn ihr Pause drücken wollt, lest euch gerne durch. Genauso wie das hier und das und das und all das. Da hinten stand noch. Da hinten war noch eine Tafel. Da, ganz viel. What the fuck? Was ist das? Get Chris out of the room closed. Meeting room. Do not order without consulting whiteboard manager. Reap Franz. Recipes Franz. Hauptsache heißt Franz, weißt du? Raid at. Alter, wie viele Sachen gibt's da eigentlich? Okay, hier nochmal. Oh, oh, okay, wir laufen jetzt auch weiter, bevor es noch. Ja, halt. Warte, der war falsch. Der Christi dreht mal links. Halt, das ist falsch. Da müsste doch in der Mitte weiß sein. The Boss, was ist Minute? Und der Boss, okay, das lassen wir es einfach mal. Aber sieht alles voll geil aus, finde ich. Christi, werden wir heute am Battlefield 4 noch aufnehmen? Ja, werden wir. Broom closed. Wow. Wow, 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 wow. Hey, ganz ruhig, Tür. Hey, Christi. Oh, Gott. Wir werden es in der Aufsteckarmatur. Nein. Oh, ja. Oh, ja. Oh ja, und ein Besen. Okay. Doch, natürlich. Ja, ein bisschen krankes Werkzeug. Sind wir heute optimistisch, dann gehen wir nach oben. Ja, komm, geh mal hoch. Oh, dem Scheiß mal auf den Tisch. Dem Scheiß mal auf den Tisch, aber richtig. Boss. Erstmal hier schön Wasserlager aufdrehen. So. Boss, wir kommen. Oh ja, sieht so aus in meiner Partner. Was haben die einfach mein Haus hier reingeschnitten? Was soll der Scheiß? Genau, sogar mein Badezimmer. Also irgendwie, bei mir ist das auch immer abgeschlossen. Bist du die Tür schon aufgemalt? Nein. Halt, das sind Stifte. Stift und Papier. Und Kohle und Bleistift. Und was zu und trinken. Das finde ich jetzt mal ein bisschen was. Sollen wir den mischen? Bestimmt. No, ich komme doch nicht durch. Na egal. Zu. Oh. Ja, das sieht so aus wie mein Zimmer. Mein Wohnzimmer also. Ja, Michael glaubt tierisch dein Zimmer. Genau da. Da sind wir sogar den kleinen Heiko rumspuck. Okay, wir ziehen das Ganze minimal in Länge. Ach. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked. Wir können ihm trotzdem auf den Tisch packen. Chrissy. Ich glaube nicht, dass ich das eingeben muss, oder? Nee. Stanley. Ist alles ziemlich krank. Was heißt die Nummer? 2845, glaube ich. Warte mal, ich mach kurz schnell so irgendwas eingeben. So. Ja, das sieht so aus wie mein Zimmer. Also so sieht es bei mir auch immer aus. Das ist dann hier mein geheimer Pornokeller. Christi. Mit, natürlich Zement. Man muss irgendwo die ganzen Dinger vor. Okay, das ist echt geil gemacht. Ich will hier gar nicht raus. Hier ist ein bisschen dunkler. Wie kann ich. Christi, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe nicht gerne in einen Raum mit lauter Zement und stelle mich da in eine dunkle Ecke. Don't push the red button. Nein! Was haben wir aus allen Filmen gelernt? Don't push the red button. Das ist doch cool, ja. Vor allem nicht, wenn es so groß ist. Oh, komm schon. So, mal gucken, wo der Boss uns hinbringt. Bestimmt ans Ende. Ach, das ist von vorne anfängt. Gut. Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. So.
Natürlich. T-Bag. Oh yeah. Es ging ja mal eine Zeit lang. Mind Control. Kann man ganz kurz stehen, in Battlefield gab es ja am Anfang das Gerücht, dass es Frauen geben sollte im Multiplayer. Soll ich da jetzt... T-Banging wäre durch dich geworden. Pass mal auf. Also, wer Escape Morgan zum... Oder... Wir lassen das die Zuschauer entscheiden. Oder wir hören einfach auf und machen gar nichts mehr und spielen das Battlefield 4. Es dauert noch 3 Stunden zum Motorladen. Naja, aber ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Wir cutten jetzt einfach mal und beenden diesen Part, kann man im Spiel speichern. Ja, ich schätze schon. Sonst warten wir einfach hier beim nächsten Mal. Genau, sonst laufen wir einfach nächstes Mal wieder bis dorthin. Das machst du dann ohne mich. Auf jeden Fall, wir werden jetzt hier cutten und ihr könnt in die Kommentare schreiben, einfach links oder geradeaus. Mind Control. Mind Control oder Escape. Escape natürlich bei dem extra langen Gang. Und was, mal gucken, ob es hier dahinter noch irgendwas gibt. Ja. Sieht sehr interessant aus, aber ja, ich weiß nicht. Nein, wir lassen den Zuschauer entscheiden. Wir werden es sehen. Schreibt einfach in die Kommentare. Der Part geht jetzt auch schon eine Weile. Und dann hoffe ich natürlich, dass der Part euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.